Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine sah man dort lange Zeit vor allem eine Möglichkeit, sich gegen den Aggressor zur Wehr zu setzen, militärisch, auch mit Hilfe immer neuer Waffenlieferungen aus dem Westen. Doch nun werden Pläne einer möglichen diplomatischen Lösung konkreter. So fordert Kiew eine internationale Konferenz, bei der ein Friedensplan erarbeitet werden soll. Doch bis es soweit ist, wird in der Ukraine weitergekämpft. Auch wenn viele der russischen Geschütze alt sind, ihre Last ist tödlich, die sie in den Regionen Donetsk und Luhansk über ukrainischen Dörfern und Städten entladen. Moskaus Strategie: verbrannte Erde. Nicht der militärische Gegner soll geschlagen, sondern die Ukraine als Land vernichtet werden. Das Leiden der Zivilbevölkerung wird dabei nicht nur in Kauf genommen, es ist Absicht. Die Situation dort ist schwierig und schmerzhaft. Die Besatzer setzen alle ihre beträchtlichen Mittel ein, um zumindest einen gewissen Fortschritt zu erzielen. Ich danke allen unseren Jungs, die ihre Positionen halten und stark sind. Keine Verhandlung mit Moskau ohne vollständigen russischen Rückzug. Das war bisher auch die Position des ukrainischen Außenministers Kuleba. Deshalb überrascht jetzt sein konkretes Angebot zu Friedensverhandlungen schon im Februar unter Schirmherrschaft der UN. Jeder Krieg endet auf diplomatische Weise. Jeder Krieg endet als Ergebnis dessen, was auf dem Schlachtfeld passiert und am Verhandlungstisch verabredet wird. Aber wie das Verhältnis ist zwischen dem, was auf dem Schlachtfeld und was am Verhandlungstisch gewonnen wird, das werden wir noch sehen. Das klingt fast, als hätte Kuleba beim russischen Präsidenten abgeschrieben. Alle bewaffneten Konflikte enden auf die eine oder andere Weise auf diplomatischem Wege. Die ukrainische Regierung hat sich bisher dem verweigert. Aber früher oder später müssen sich die Konfliktparteien an einen Tisch setzen. Je eher sie das einsehen, desto besser. Wir haben nie Nein gesagt. Am Dienstag schoss allerdings Russlands Außenminister Sergei Lavrov quer mit einer rüden Attacke gegen den Westen insgesamt und mit Maximalbedingungen für mögliche Friedensverhandlungen. Die von Kiew kontrollierten Gebiete müssten entnazifiziert und entmilitarisiert werden und Russland Sicherheitsgarantien erhalten, auch für die annektierten Gebiete. Schwere Geschütze also auch auf dem Feld der Diplomatie. Oder nur Pflöcke einschlagen für mögliche Friedensverhandlungen. In Bonn erreichen wir Roman Gontscharenko aus unserer Russisch-Redaktion. Putin zeigt sich angeblich verhandlungsbereit. Die Ukrainer sprechen von einem Friedensplan. Öffnet sich da nach langer Zeit ein diplomatisches Verhandlungsfenster? Also wenn überhaupt, dann vielleicht ein ganz kleines Fensterchen. Denn wenn wir die Aussagen beider Parteien uns anschauen, dann gibt es keinen Grund zur Hoffnung. Russland hat klar gemacht, es möchte, dass bestimmte Bedingungen erfüllt werden, bevor man überhaupt weiter verhandelt. Und unter diesen Bedingungen sind zum Beispiel die Anerkennung der bereits annektierten Gebiete, also nicht nur der Krim, sondern auch die neu annektierten Gebiete, keine Waffenlieferungen mehr aus dem Westen für die Ukraine und auch keine westlichen Militärexperten. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medvedev hat nochmals gesagt, das Ziel Russland bleibe ein Regime-Change in Kiew, also ein Regierungswechsel, Sturz von Präsident Zelensky. Da gibt es sehr wenig Spielraum für die Ukraine jetzt, sich auf Verhandlungen einzulassen. Kiew seinerseits möchte, dass noch mehr westliche Hilfe kommt, dass zunächst mal ohne Russland mit westlichen Partnern verhandeln wird. Und zwar über die Befreiung der besetzten Gebiete. Und auch das ukrainische Militär hat vorher signalisiert, wir akzeptieren keine Verhandlungen, wo irgendwelche territoriale Zugeständnisse an Russland gemacht werden könnten. Das heißt, die Lage bleibt ziemlich verfahren. Ist das vielleicht ein Grund, warum die UN, also die Vereinten Nationen in Form von dem Generalsekretär Guterres eher verhalten darauf reagiert haben, dass die Ukraine eine Friedenskonferenz anstrebt? Ja, das kann gut sein. Wir können momentan nur spekulieren, warum das so verhalten aufgenommen wurde. Aber alle verstehen, dass die Hoffnung auf eine Lösung momentan noch nicht reif ist. Also die Hoffnung ist sehr, sehr gering. Und auch, ich glaube, die UN hat bis jetzt eine relativ passive Rolle in diesem Krieg gespielt, wenn man über eine Lösung spricht. Es gab einen Erfolg, als es um den Getreide-Deal ging. Da hat
die UNO tatsächlich sehr gut geholfen und dieser Deal funktioniert bis heute. Die Ukraine kann weiterhin Getreide exportieren. Russland hat die Blockade aufgehoben. Aber wenn es um Grundsätzliches geht, da sind UNO auch im Grunde Hände gebunden, denn Russland als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat wird schon darauf bestehen, dass seine Position berücksichtigt wird. Das heißt, UNO kann da nicht wirklich vermitteln. Was müsste also geschehen, vielleicht auch militärisch, damit beide Kriegsparteien an einen Tisch kommen? Damit beide Parteien an einen Verhandlungstisch kommen und sich dann auch einigen, müssen beide so geschwächt sein, dass sie das auch tun. Historische Vergleiche sind schwer grundsätzlich, aber mir kommt da Afghanistan in den Sinn. Ende der 80er Jahre war die Sowjetunion so erschöpft, dass man sich auf eine Verhandlungslösung einließ und am Ende seine Truppen aus Afghanistan abzog. Die Ukraine hat Anfang 2015 sich auf Verhandlungen unter deutscher und französischer Vermittlung in Minsk eingelassen, weil die Ukraine vor einer militärischen Niederlage im Osten stand. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Lage. Beide Parteien bestehen darauf, ihre Maximalforderungen erfüllt zu bekommen und wollen nicht aufgeben. Vielen Dank für diese Einordnung, Roman Gontscharenko aus unserer russischen Redaktion.